Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich hier, was Neues vorstellen zu dürfen, wo das ILI auch sehr aktiv daran beteiligt war, das zu realisieren. Vorhin im kleinen Gespräch habe ich schon mitbekommen, dass du mit Formeln eingeben, das ist ja immer so eine Sache. Und das hat mich auch lange zurückhaltend sein lassen beim Erstellen von Fragen im Bereich der Ingenieurmathematik, wo ich sozusagen meine Arbeit erbringe. Die Fragen, die man bisher hat, die wir genutzt haben für so vorlesungsbegleitende Fragenpools, um die Animation, also sozusagen ein bisschen die Studierenden dazu zu bringen, auch vor der Übung oder vielleicht auch nach der Übung zu mal ein Skript reinzuschauen, sind dann eher Single- oder Multiple-Choice-Fragen oder Lückentext-Fragen, wo man einfach Sachen angibt und dann sagt, hier, sucht mal aus, was könnte jetzt das Richtige sein? Das ist einfach nur eine Definitionsabfrage und dafür genügen die Möglichkeiten bisher. Oder halt hier, wenn ich sowas machen will, ich will einfach Begrifflichkeiten aus der mehrdimensionalen Integration nochmal wiederholen, dass ich dann eben hier zu jeder Menge sage, was ist denn möglich, hier die Menüs angebe und versuche denen auch mehrere Varianten, was eine Menge sein kann und Kombinationen abzufragen und diese Begriffe nochmal zu denken, zu durchdenken. Hier bei solchen Fragen ist es eigentlich schöner, wenn ich hier so eine Kurve habe in einem Koordinatensystem, wie kann ich die durch Formeln darstellen, nicht nur ein paar Antworten vorzugeben, sondern die Studierenden selber das Ergebnis eintippen zu lassen, dass sie sich wirklich auf dem Zettel mal überlegen, wie geht es jetzt irgendwie, und dann ein passendes Ergebnis eingeben, weil es ja hier nicht eindeutig ist, was ist richtig, hier gibt es auch mehrere Lösungen. Und dann freut man sich, wenn schon eine richtige angeklickt ist, aber alle zu finden, noch besser ist, wenn sie es selber erstellen. Bei den ganzen Fragentypen, die wir bisher hier in Stuttgart haben, ist es ja so, die wir in der Mathematik oder für solche Aufgaben genutzt haben, dass wir als Lehrende Antworten vorgeben und der Lernende sucht aus, was ist richtig. Wenn er Glück hat, weiß er, wie viel richtig sind, oder wir machen das variabel. Aber eigentlich ist er relativ träge vor dem Kasten. Für solche Fragen, ich habe einen Funktionsgraph gegeben, das geht in die gleiche Richtung, wie das auch, was hier gerade vom LTE vorgestellt wurde, mit dem EKG-Signal. Jetzt soll er hier angeben, oder die Studierende soll angeben, was ist die Lösung für die Darstellung dieser Funktion? Und da gibt es ja mindestens abzählbar viele Möglichkeiten, dort eine Lösung anzugeben. Und deshalb ist der Lückentext nicht geeignet. Weil beim Lückentext kann ich vielleicht 5 verschiedene hinterlegen, mit Schreibfehler noch hinterlegen und dann muss ich schon 25 verschiedene Versionen da reinpacken und treffe immer noch wahrscheinlich einige Antworten nicht. Das Format passt dann vielleicht auch nicht unbedingt, wie ich es gerne eingeben möchte. Ich habe auch keine Kontrolle. Wird von dem System das so interpretiert, wie ich es gerne hätte? Also wenn ich allein eine Potenz habe, gebe ich die jetzt als Hochhaben oder als Stern-Stern an und so weiter. Und hier habe ich zum Beispiel mindestens zwei Antworten angegeben, die richtig sein könnten. Und ich muss halt einfach auch rauslesen, was steht hier in dem Diagramm drin. Und darüber haben sich andere auch schon Gedanken gemacht. Und zwar ist, und was wollen wir also hier erreichen, dass der Lernende oder die Lernende die Antwort gibt und das vom System automatisch ausgewertet wird. Das heißt aber, die Formeln, die hier eingegeben werden, also in dem Fall hier einen Ausdruck von der Form hier, dass ich so einen Kosinus mit 2pi phi oder 2pi x angebe, das muss eingegeben werden, ausgewertet werden und verglichen werden, dass halt irgendwie das auch stimmt. Und der Chris Sangwin, der jetzt an der Loughborough University arbeitet, hat vor Jahren angefangen, das STEC-Modul zu entwickeln, und STEC steht für System for Teaching and Assessment Using a Computer Algebra Kernel. Das ist ein Modul, das ist für Moodle, sozusagen das Parallelprodukt zu ILIAS, entwickelt worden. Dort gibt es auch einen großen Fragenpool, und das
gibt uns die Möglichkeit, mathematische Ausdrücke auszuwerten und wegzukommen, dass wir nur irgendwie einen Zahlenwert haben, sondern auch ganze algebraische Ausdrücke eingeben lassen können und vergleichen lassen können und damit dort Möglichkeiten bekommen. Portiert wurde das für Ilias vom Fred Neumann und Jesus Copado hier am ILI im Rahmen von dem Optis-Projekt. Und ich habe jetzt angefangen, da ein bisschen was zu machen und Erfahrungen zu sammeln. Und jetzt sind wir so weit, dass die ersten Fragen auch auf Stiton realisiert werden können. Wie sieht das aus? Das möchte ich jetzt noch kurz zeigen. Sie sehen also hier wieder die gleiche Aufgabe, die wir in dem vorhergehenden Bild hatten. Sie sehen nur, das ist jetzt eine andere Funktion. Die Amplitude ist anders, das Vorzeichen ist anders. Und jetzt ist hier ähnlich wie bei einer Lückentextfrage eine Eingabemaske. Dort kann ich dann meine Antwort eingeben. Und hier haben wir noch einen Hinweis gegeben, in welchem Bereich das ist, weil wir da noch so ein paar Wünsche haben, dass man die Grafiken noch anders machen kann. Da bin ich aber schon in Diskussion mit dem Fred. Und wie sieht das dann für den Lernenden oder für die Lernenden aus? Es gibt dann die Möglichkeit, der Knopf war auf dem vorherigen Bild noch nicht zu sehen, dass ich meinen Ausdruck eingebe und erstmal validieren drücke. Das heißt, es wird nicht gleich scharf abgegeben und eine Rückmeldung gegeben, sondern ich kann erstmal mir zurückgeben lassen, okay, diese Antwort wird als Sinus 2 mal x interpretiert. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man sich überlegt, ich will vielleicht eine Integrations- oder Differentiationsaufgabe machen und der Studierende oder die Lernende weiß, da ist ein Computeralgebrasystem dahinter, dann gebe ich doch einfach den Befehl von dem Computeralgebrasystem an, dann rechnet das System für mich die richtige Antwort aus und schon ist es richtig. Dann kommt zurück, ist nicht, dieser Befehl ist verboten. Das kann man also dann auch einstellen, dass bestimmte Sachen nicht möglich sind. Und dann wissen die vor dem Bildschirm sitzen auch gleich, das ist jetzt nicht erlaubt. Wir können also eine syntaktische Prüfung machen, bevor die Antwort ausgewertet werden soll oder die Rückmeldung kommen soll. Und im Hintergrund, ich hatte schon erwähnt, läuft ein Computeralgebrasystem, das ist Maxima. Und es ist von Vorteil, wenn man auch Maxima so ein bisschen dann, während man sich darin einarbeitet, lernt. Ich möchte noch einen kurzen Eindruck vermitteln, wie das aussieht. Die Eingabemaske, die ist etwas am Anfang umfangreich. Wir haben hier oben die Möglichkeit, Fragen einzugeben und leider sieht man es nicht so gut, weil ich das nur als Screenshot gemacht habe. Aber man sieht hier so ein Feld Input ARNS 1 und Validation ARNS 1. Da wird also ist die Eingabemöglichkeit für die Studierenden gegeben. Und hier unten ist so ein Stück Quelltext zu sehen, wie die Frage generiert wird. Und da sieht man hier auch, dass sind Zufallswerte einbaubar sind. Und hier ist es zum Beispiel, dass ich halt zwei Werte A und B zufällig aus bestimmten Bereichen wähle. Und dann baue ich zwei Funktionen zusammen, die in der Frage dann angezeigt werden sollen. Aus denen wähle ich dann zufällig eine aus. Ich habe also hier mit einer Frage ungefähr 6 verschiedene Varianten oder noch mehr, sagen wir mal 12. Und dann kann ich eben auch in der Frage das Bild generieren lassen. Das steht hier oben, ne? Da steht hier add, Bild, add. Und so bekomme ich also auch verschiedene Fragen vom gleichen Typ generiert. Die Auswertung von der Frage ist jetzt ein bisschen aufwendiger. Wir sehen hier an dieser Stelle so einen Knoten und daraus kann man einen ganzen Antwortbaum machen. Ich kann also dezidierte Rückmeldungen zu einzelnen Schritten machen und kann auch versuchen, Falscheingaben zu tracken, wieder zu validieren und zu gucken, was hat vermutlich derjenige oder diejenige falsch eingegeben und dann sozusagen während des Lernprozesses auch die Rückmeldung zu geben. An der Stelle wurde integriert, sie hätten differenzieren sollen.
Und da kann man sehr ausgefeilte Antwortbäume aufbauen und das sich da einzuarbeiten ist ein bisschen aufwendig, aber es geht. Man kann da schöne Sachen machen. Und man kann also eine genaue Rückmeldung an die Lernenden geben und wir können eben mathematische Ausdrücke verwenden, so wie wir es auch auf dem Papier machen. Und wir können auch Aufgaben generieren, die mehrere Antworten brauchen, dass ich erst die Formel eingebe, die ich mir hergeleitet habe und dann den Zahlenwert angebe und dann auch sagen kann, okay, die Formel ist zwar falsch, aber richtig, die Werte sind richtig in die Formel eingesetzt worden. Da bin ich gerade dabei, zusammen mit einem Kollegen aus der Physik eine Beispielaufgabe mal zu entwickeln und ich kann in die Aufgaben schon die Randomisierung von Zahlenwerten oder auch verschiedenen Ausdrücken, die gefragt werden sollen, direkt mit einbauen. Und was macht die Arbeit? Die Einarbeitungszeit ist vorhanden, die ist auch nicht ganz unerheblich, aber wenn man so ein paar Beispielaufgaben hat, dann kann man auch viel durch die Erfahrung oder von den Erfahrungen der anderen profitieren. Und der Aufbau der sogenannten Response Trees, das ist so die Sache, wo ich auch gerade dran bin, wo man sich einfach eindenken muss. Wo wird es eingesetzt oder soll es eingesetzt werden? Wir sind sind wir dabei, ein paar Fragen aufzubauen für mein Studium, wo dann einfach auch sozusagen Anwendungsaufgaben mit Mathematikbezug generiert werden sollen, wo die Studierenden oder die Interessierten, die für ein Studium sich hier interessieren, schon mal sehen können, okay, ich brauche vielleicht doch auch mal eine algebraische Umformung. Dann ein anderes Gebiet, was im Rahmen einer Zulassungsarbeit zusammen mit der Fachdidaktik entstanden ist, ist so ein Self-Assessment zu Studienbeginn. Da sind wir gerade dabei, den auch mit Hilfe von Stack-Fragen online zu bringen, sodass der im Sommer dann verfügbar ist. Ich selber will es benutzen für ergänzende Aufgaben zur Ingenieurmathematik, zur Wiederholung der Vorlesung. Ich weiß von Kollegen, dass es in Werkstoffwissenschaften auch mit Interesse begleitet wird und dort Fragen generiert werden sollen. Und auch in der Physik ist das Interesse groß und dort soll es auch nicht nur zur Ergänzung zur Vorlesung eingesetzt werden, sondern da ist der Plan, das auch in E-Klausuren dann einzubauen. Und das war's. Dankeschön.